Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Und zwar habe ich beim letzten Mal schon angekündigt, dass ich mir offscreen unser nächstes Teammitglied holen werde. Und es ist ein Knilz. Ja, das ist unser nächstes Teammitglied. Entwickelt sich später zu einem Karpilz mit, ja, dem Typ Pflanzenkampf. Und das ist ein ziemlich cooler Typ und ich fand das Pokémon schon immer cool und deswegen haben wir uns das geholt. Er hat auch die Spezialattacke Samenbombe, oder Samenbombin. Das fand ich relativ cool. Habe ich halt über diesen komischen Pokédex-Navi-Dingens da gefunden und hat auch das richtige Wesen. Alles sehr, sehr praktisch. Und was ich euch, glaube ich, noch nicht erzählt habe, das habe ich auch erst rausgefunden, als ich jetzt halt das Knilz gefarmt habe. Ich habe so um die, keine Ahnung, 30 Knilz gefangen oder so. Ist, wie dieser ganze Pokédex-Navi und so Kram funktioniert. Das habe ich nämlich vorher auch nicht ganz begriffen. Und zwar, wenn man ein Pokémon begegnet, also es als gesehen einen Pokédex eingetragen hat, dann wird es, wenn es das auf der Route gibt, als Schemen unten auf dem, ja, Pokédex-Navi eingetragen. Und sobald man es gefangen hat, wird dieser Schemen ausgefüllt und das Pokémon wird angezeigt. Das sieht man hier jetzt beispielsweise. Auf dieser Route gibt es im normalen Gras, Wasser ist jetzt ausgenommen, deswegen haben wir oben rechts auch eine Bronzekrone, da wir alle Pokémon gefangen haben, die es im Gras gibt, aber nicht alle, die es im Wasser gibt. Ja, im Gras gibt es hier nur Zickzacks, Schwalbini, Wampel und Wingull. Und sobald man jedes Pokémon im Gras einer jeweiligen Route gefangen hat, erst dann, erst wenn da oben eine Krone ist, dann kann man einzelne Pokémon suchen. Und zwar, indem ich jetzt zum Beispiel auf das Schwalbini drücke. Dann kann ich auf Suchen drücken. Und wenn jetzt hier in der Nähe Gras wäre, dann ist die Chance relativ groß, dass das Schwalbini dann auftaucht. Das Suchlevel oben rechts in der Ecke, auf dem unteren Bildschirm, zeigt an, wie häufig wir dieses Pokémon bereits im Gras begegnet sind. Und je höher dieses Suchlevel ist, umso höher ist die Chance, dass es eine spezielle Fähigkeit oder ein besonders hohes Level oder halt auch eine besondere Attacke oder ähnliches hat. Mit anderen Worten kann man sich so also coole Pokémon zusammenfarmen und deswegen habe ich das auch mit meinem Knilz so gemacht, ja, dass ich da eine coole Attacke wie die Samenbomben habe. Und um das Ganze noch zu vereinfachen, dass ich das richtige Wesen habe, das habe ich leider erst nach, auf die Idee bin ich leider erst gekommen, nachdem ich so um die 30 Knilz gefangen hatte. Ich habe in meiner Pokémon X-Edition, habe ich mir einfach zwei Trasselas gezüchtet. Beide mit der Fähigkeit Synchro. Ne, das ist es nicht. Was ist denn? Wo sind sie denn? Trassler? Hier ist eins. Oder habe ich es auf eine extra Box getan? Da. Die beiden, einmal mit dem Wesen hart und einmal mit dem Wesen mäßig. Das eine habe ich, glaube ich, damals über Wundertausch bekommen, das andere habe ich mir erzüchtet, wie gesagt. Und wenn ein Pokémon die Fähigkeit Synchro hat und es als erstes Pokémon im Kampf eingesetzt wird und ein wildes Pokémon kommt, dann besteht eine 50%ige Chance, dass das wilde Pokémon dasselbe Wesen hat, wie das Pokémon, was die Synchro-Fähigkeit hat. Mit anderen Worten, habe ich, wenn ich diese beiden Pokémon an erster Stelle habe, eine 50%ige Chance, dass ein Pokémon vom Typ mäßig oder vom Wesen mäßig oder vom Wesen hart erscheint, was natürlich so ein Wesenfarmen relativ erleichtert. Und somit konnte ich halt den Pokédex Navi nutzen, um coole Knilzes zu finden und gleichzeitig halt mit dem Trasselhard an erster Stelle hatte ich eine gute Chance, dass es auch das richtige Wesen hat. Und somit habe ich meinen Samenbomben-Knilz bekommen. Normalerweise kann das nur Absorber und da der physische Angriff stärker ist als der Spezialangriff, hat das damit relativ wenig zu sagen. Mit Samenbomben allerdings haben wir schon eine richtig gute Attacke für den Anfang und damit kann das Viech auch schon jetzt ordentlich Schaden verteilen. So, jetzt machen wir auf jeden Fall in der Story weiter. Und zwar müssen wir dafür hier lang. Oh, dich kenne ich doch. Du bist dieser großartige Trainer, der mich im Blütenburgwald gerettet hat. Hilfst du mir nochmal? Die Magma hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon-Waren zurückbekommen. Die Devon-Waren. Ansonsten habe ich ein riesiges Problem. Als Kind habe ich, glaube ich, immer Devon-Waren gelesen oder sowas, weil ich immer dachte, hey, wenn man das erste Englisch ausspricht, dann das zweite bestimmt auch. Nein. Schilder kann man nach wie vor nicht von hinten lesen. Route 116 Meter aus der City. Schauen wir uns hier mal um. Uns erstmal den Trank. Ach ja, und was ich auch noch gemacht habe, ist, dass ich jetzt das Trasselar vom richtigen Wesen habe. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, sowohl Alpha Saphir als auch Omega Rubin. Und ich hatte mich vertan. Es ist doch nicht so, dass per Event verteilte Pokémon immer dasselbe Wesen haben. Das erste Wesen, was ich nämlich auf meiner Alpha Saphir Edition bekommen hatte, war nämlich ein neutrales Wesen. Großer Trick ist dabei, das Pokémon per Internet als Geschenk empfangen, wie wir es im Video gemacht haben. Und bevor ihr es von der Frau im Pokécenter abholt, oder im Pokécenter war das, glaube ich, bevor ihr das von der Frau im Pokécenter abholt, vorher speichern und jedes Mal, wenn ihr sie anspricht und sie es euch überreicht hat, ist ein neues Wesen.
Und ja, habe ich einfach zwei, dreimal angesprochen, hatte ich Glück, dass es gleich das zweite oder dritte Mal das richtige Wesen hatte. Und somit haben wir jetzt keinen Angriffsminus und Spezialangriffsplus, sondern einen Spezialangriffsminus und Angriffsplus, was wesentlich sinnvoller ist bei einem Trasser bzw. später Metagross. Und somit macht es jetzt auch wesentlich mehr Damage. So, dann ist unser Team auf jeden Fall erstmal vollständig so weit, wie wir hier machen konnten. Und ich muss auch sagen, dass wir hier in Omega Rubin relativ zügig unser komplettes Team zusammenbekommen werden. Einfach aus dem Grund, weil es der Trasser da schon so früh gab. Normalerweise habe ich in beiden Editionen ein Pokémon drin gehabt, was man erst relativ spät bekommt. Aber dadurch, dass Trasler halt per Event am Anfang schon verteilt wurde, Tarnel meine ich natürlich. Dadurch, dass das als Event am Anfang schon verteilt wurde, haben wir natürlich das Pokémon schon relativ früh bekommen und somit allgemein ein Team, was wir relativ zügig zusammenbekommen. Das wird allerdings, wenn wir dann irgendwann mal die Alpha Saphir Edition Let's Playen, wird das dann etwas langsamer dauern. Weil, ja, ist einfach so. Da haben wir dann auf jeden Fall ein Pokémon, was relativ spät kommt und noch ein zweites Pokémon, was auch erst etwas später zu bekommen ist. Hier sollten wir eigentlich nach dem vierten Orden oder so, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, oder vor dem vierten Orden sogar schon, nee, nach dem vierten Orden sollte es soweit sein, sollten wir unser komplettes Team schon zusammen haben, unsere fünf Pokémon. So. Der Typ ist weg. Kann sogar sein, dass es der fünfte Orden ist, wenn ich gerade überlege. Dann ist es doch gar nicht so schnell. Und da ist ein Insektensammler. Natürlich ist Hydropi bei dem ganzen Knilzfarmen auch schnell ein Level gestiegen. Hier gibt es noch ein wildes Pokémon, was wir noch nicht gefangen haben, wenn ich das da richtig sehe. Sieht aus wie ein Linkada. Werde ich aber nach wie vor offscreen fangen. Habe ich ja mit den jetzigen auch gemacht. Das heißt, ich werde offscreen immer die Routen, die wir bereits gemacht haben, abgehen und mir nach und nach alle Pokémon fangen, sodass ich rein theoretisch auch jede sammeln kann. Zumindest solange ich Bock drauf habe. Es ist ja kein wirklicher Bestandteil des Let's Plays, aber macht schon Spaß. Und ja, dadurch, dass Pokémon fangen jetzt ja Erfahrungspunkte bringt, ist unser Hydropi, glaube ich, auch anderthalb Level gestiegen oder so. Und ist damit jetzt auch schon knapp vor Level 16 und damit auch, glaube ich, knapp vor der Entwicklung. Und wir sind etwas overleveled, was Hydropie anbelangt. Aber das waren wir im letzten Part schon. Ich glaube, da waren wir wie gesagt Level 13. Und jetzt nach dem Fangen sind wir auf Level 15. Apropos Linkada, da ist es. Und dadurch, dass Tarnel allerdings relativ viele Erfahrungspunkte braucht, um zu steigen vom Level her, sollte sich das eigentlich alles wieder ein bisschen ausgleichen später. Tarnel, Metang und Metagross brauchen halt verdammt viele Erfahrungspunkte, um ein neues Level zu erreichen. Und da, das wird einiges an Erfahrungspunkten schlucken. Und damit wird es wahrscheinlich auch nicht ganz so easy werden. Dafür sind sie natürlich auch besonders stark. Beziehungsweise Metagross ist dann besonders stark. Was das Ganze eventuell wieder ausgleicht. Aber das sehen wir dann ja. So. Ein Pokémon noch und wir sind Level 16. Das würde ich gerne in diesem Part auf jeden Fall bringen. So. Dann bist du wohl die Entscheidende. Ach, Meryl. Verdammt. Na egal. Ziehen wir es jetzt mit Hydropie durch. Wäre natürlich jetzt der perfekte Gegner für unser Knilz. Aber kann man ja nicht vorhersehen, dass die jetzt einen Meryl hat. Was auch gar nicht mal so schwach ist. Aber mit Blubber zieht es uns halt nicht wirklich was ab. So. Und damit wir noch overpowereder werden zu diesem Zeitpunkt hier, machen wir das noch. Ich denke mal, ich werde mir so demnächst ein eigenes Fangteam zurechtzüchten oder fangen. Dass ich ein eigenes Team zum Farmen, zum Pokémon-Fangen habe. Damit halt unser Let's Play-Team nicht die ganzen Erfahrungspunkte dafür bekommt, weil dann ist es vielleicht doch ein bisschen zu einfach. Und da kommt auch schon die Entwicklung. Wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, wenn wir mit unserem jetzigen Team auch Pokémon fangen, aber da ich bislang noch nicht wirklich Alternativen hatte, musste ich das momentan so machen. Aber in Zukunft werde ich das dann wahrscheinlich eher mit anderen Pokémon machen. So. Und unser relativ süßes Hydropi wird zum unglaublich hässlichen Morabill. Aber versucht, einen Lebensschuss zu erlernen. Ist eigentlich eine relativ coole Attacke, aber ist, glaube ich,
ja, eine spezielle Attacke und somit relativ sinnlos, allerdings immer noch besser als Lebensschelle, was auch eine, physische, eine spezielle Attacke ist. Aber wir gehen halt auf physischen Angriff, was bei Hydropie bzw. später Simpex auch relativ sinnvoll ist. Deswegen bringen uns diese ganzen Sachen nichts. Ach, was ich vergessen habe, natürlich, wir können jetzt der Schneider außerhalb des Kampfes einsetzen. Und solange wir noch kein anderes Pokémon dafür haben, werden wir das, denke ich mal... Oh, Knilz kann das nicht erlernen. Gut, ich habe nichts gesagt. Vielleicht begegnen wir den Kader. Verdammt, ich habe keine Pokébälle mehr, fällt mir ein. Ich habe kein Geld mehr für Pokébälle gehabt. Oh, apropos den Kader. Oder habe ich mir noch zwei gekauft? Mit meinem letzten Cent. Ja, vier Stück konnte ich mir noch holen. Okay. Was machen wir dann am besten? Die Wechsel dann auf jeden Fall. Wir hier nicht draufgehen. Ja, was heißt, ich will nicht draufgehen? Er soll nicht draufgehen, so. Murabel ist verdammt groß. Der passt gar nicht auf unsere Seite des Bildschirms. So. Das war sogar ein Volltreffer. Habe ich natürlich total gemerkt, dass das ein Volltreffer war. Eigentlich sollte Zen-Kopfstoß nicht so stark sein, oder? Jawohl. Dann versuchen wir es mal zu fangen. Dann haben wir immer einen vorzeitigen Zerschneider-Sklaven. Und gleichzeitig das Nikada von dieser Route hier gefangen. Ja. Wunderbar. Gefällt mir. Und ein Eintrag im Pokédex. So, haben wir jetzt dreimal gesehen. Zweimal beim Trainer, einmal wild. Typ Käferboden. Gar nicht mal so schlecht. Entwickelt sich aber, glaube ich, zu einem Käferflug-Pokémon. Und da habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass man da noch ein Liniatom dazu bekommt, was ja eigentlich auch ganz cool ist. So, dann kommt Knilz wieder nach vorne, weil Morabel ist erstmal genug trainiert. Aber was ich eigentlich machen wollte, ist natürlich hier... Jetzt haben wir einen, der Zerschneider lernen kann. Sehr schön. Gut. Tachchen. Ein Wanderer. Mit einem Kleinstein. Gut, dass wir Knilz vorne haben. Beziehungsweise ist eigentlich egal, unsere drei Team-Pokémon sind gut gegen Stein. Sowohl Stahl als auch Pflanze als auch Wasser. Alles gut. Und Boden ist ja Simpex später auch noch. Das ist auch noch praktisch. Und Kampf sind wir auch noch mit Quilz. Also Steinpokémon können uns eigentlich gar nichts. Beziehungsweise mit Karpel sind wir später Kampf. Ich habe auch schon ein Quilz im Gras gesehen, was Ableitieb hatte. Ja, das habe ich leider besiegt. Wäre auch cool gewesen als Alternative Zusammenbomben. Aber Ableitieb wäre, glaube ich, noch nicht effektiv gewesen. Weil wir ja noch nur Pflanze sind. Also noch kein Step gewesen, so. Aber halt im Moment noch nur Typ Pflanze sind. Und noch nicht Pflanze-Kampf. Deswegen ist Samenbomben vor allem für den Anfang jetzt natürlich eine sehr gute Attacke. Ich habe auch gar keine Ahnung, wann sich das entwickelt. Mega sauber. Na, warum nicht? Anstelle von... Oder lieber doch nicht. Egelsamen ist eigentlich ganz cool. Stachelsporen möchte ich auch gern behalten. Und eine andere Attacke außer Pflanze. Ich glaube, ich nehme Egelsamen weg. Ja, komm. Ich glaube, Megasauger ist tatsächlich ein wenig sinnvoller. Wird aber früher oder später eh weichen. Aber das hätte Egelsamen auch getan. Wenn wir dann Kampfattacken lernen. So, weg mit dem. Und hier ist der Metaflurtunnel. Den Typen da vorne haben wir schon mal gesehen, sprechen wir erstmal mit dir. Was ist hier los? Ich war gerade dabei, ganz ohne Werkzeug einen Tunnel zu graben, als ich plötzlich von so einem komischen Typen verjagt wurde. Dieser Tunnel ist voller Pokémon, die sensibel auf Lärm reagieren und schnell in Aufruhr geraten. Deswegen arbeiten wir jetzt ohne Maschinen an den Tunnel weiter. Aber ich habe Angst, dass dieser Typ die Pokémon durch irgendwelche Dummheit aufschreckt. Das Bergrasthaus. So. Mach mal kaputt. Gibt es auf jeden Fall noch mehr Pokémon, die wir noch nicht gesehen haben. Wir haben nämlich keinen Schemen mehr unten und wir haben aber auch noch keine Krone. Welches Pokémon könnte das denn noch sein?
Tipps für Trainer, bla bla bla. Okay, ist in den Kader, was wir hier suchen könnten. Habe ich aber keine Lust drauf. Wir machen erstmal hier oben weiter. Durch diese Zerschneider-Wirrwarr-Buschroute. Und die ganze Arbeit für einen Äther. Na super. Egal, hier oben gibt es noch was. Das sind einmal drei Marunbären. Drei Stück ist schon sehr gut. Und nochmal drei Marunbären. Wecken ein Pokémon auf, wenn es im Kampf einschläft. Eigentlich ganz praktisch. Und dann nehmen wir die Trainer natürlich noch mit. Dann sollten wir die Route hier auch gleich schon haben. Ah, Knilz gegen Knilz ist nicht so praktisch. Ich meine, wir haben Samenbomben im Gegensatz zu dem Knilz, das wird das wohl nicht haben. Das bringt ihm auch nicht. Wir hatten auch Knilz mit verschiedenen Fähigkeiten. Drei Stück, drei unterschiedliche habe ich gesehen. Eine versteckte und zwei normale. Ich habe mich, glaube ich, für Sporenwirt, so heißt das, glaube ich, entschieden. Das heißt, wenn der Gegner uns physisch attackiert, dann ist eine Chance da, dass er entweder vergiftet, paralysiert oder eingeschläfert wird. Was ich eigentlich ganz cool finde. Wir hatten auch noch eine Fähigkeit, das war, glaube ich, die versteckte Fähigkeit, die bedeutet, dass unser Pokémon bei Statusveränderungen eine Erhöhung der Initiative bekommt. Oder bei Statusproblemen hieß es, glaube ich. Also es ist, glaube ich, Vergiftung, eingefroren, Paralyse etc. Dann bekommen wir einen Initiative-Schub. Aber da fand ich diese Fähigkeit irgendwie besser. Flurmel! Das gibt's hier wahrscheinlich zu fangen. Es ist ja auch dieses lärmempfindliche Pokémon, von dem in dem Tunnel da die Rede war. Und es ist tatsächlich nur ganz, ganz, ganz knapp an unserem Team gescheitert. Das war eigentlich vorgesehen fürs Team. Ist dann aber kurzzeitig rausgeflogen, weil ich dann, wie gesagt, nicht noch ein viertes Pokémon hier, ja, rein theoretisch vor der ersten Arena bekommen wollte. Ja, das ist es auch. Da unten ist es als Schem jetzt abgebildet. Wie gesagt, ich wollte nicht noch ein viertes Pokémon vor der ersten Arena bekommen. Das wäre ein bisschen blöd, wenn man so früh schon so viele Team-Pokémon hat. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Dann ist es eigentlich ins Team für Alpha Rubin, Alpha Saphir reingerutscht. Aber auch da ist es dann kurzfristig ganz gegen Ende nochmal rausgeflogen. Wird aber definitiv in dem Let's Play zu Rubin Saphir, das Smaragd, also zu den älteren Original-Editionen. Da wird es auf jeden Fall an mein Team kommen, weil ich es eigentlich ganz cool finde. Nicht nur, dass ich Kravums relativ cool von der Optik her sehe. Oder finde. Es hat halt auch, kann halt richtig viele geile Attacken erlernen. Es kann auch Feuersturm und so ganze Kram erlernen. Also wenn man kein Feuer-Pokémon im Team hat, dann ist das auch durchaus eine Alternative. Und halt Normaltyp, das heißt normale Attacken haben Step und so weiter. Da kann man ein richtig gutes Moveset mitgeben. Okay, ist das ein Schwalbini? Wenn es ein Flurmel gewesen wäre, wäre ich nochmal hingegangen. So, die Höhle ist unser Ziel und hier gibt es... Ah, die Stelle ist verdächtig. Vielleicht bewirkt eine Pokémon-Attacke hier etwas. Das ist, glaube ich, eine der vielen Geheimverstecke, die man haben kann. Die Geheimbasen, die gab es ja auch schon in Rubin, Saphir und Smaragd. Die sind jetzt hier natürlich ein bisschen erweitert worden. Dafür braucht man die Attacke Geheimpower und dann kann man hier quasi eine Höhle erschaffen, in der man sich dann, ja, niederlassen kann. Da oben auch nochmal. So sehen die Stellen also aus. Hier haben wir auf jeden Fall einmal X-Spezial gefunden. So, noch eine verdächtige Stelle. Aber die TM-Geheimpower gibt es erst später. Und das hier ist der Metaflurtunnel. Oh, was mache ich nur? Pekko und ich haben gerade einen Spaziergang gemacht, als plötzlich der Schurke aufgetaucht ist. Der hat mir meinen Lieblings-Pekko geklaut. Pekko! Mein lieber Pekko! Ja, den haben wir bereits getroffen an seinem Haus. Und der Metaflurtunnel sieht eigentlich ganz cool aus. Hier gibt es, glaube ich, Flurmel und Squirt, oder wie war das? Wenn ich mich noch von damals richtig erinnere. Vielleicht kommt keins, wenn wir uns leise bewegen. Hier sind ja sehr lärmempfindliche Pokémon, wurde uns ja gesagt. Wir dürfen nicht so laut sein. Pokéball. Mach nicht so laute Geräusche beim Einsammeln, Pokéball. Das verschreckt nur die Pokémon. Ganz langsam. Ach, komm. Egal. So. Was? Du willst gegen uns antreten? Dann mach dich besser auf eine Abreibung gefasst. Ja, aber leise. Na, was für eine Pleite. Das Pokémon, das sich als Geisel genommen hat, hat sich als völlig wehrlos erwiesen.
Und dann bin ich auch noch in diesen Tunnel geflüchtet, der eine totale Sackgasse ist. Hey du, forderst du mich etwa heraus? Ich glaube, hier braucht man die VM-Zertrümmerer oder so, um hier den Weg freizuschaufeln, der noch nicht freigelegt wurde. Wir kämpfen erneut gegen den Fifien. Gut, Samenbomben. Nach wie vor die sinnvollste Attacke, die wir haben. Und da jetzt eh platt ist, können wir das auch noch nutzen, um uns ein bisschen zu heilen. Tschüss, Vivien. Sehr schön. Das ist einfach nicht fair. Der Boss meinte doch, der Job sei ein Kinderspiel. Ich sollte nur ein paar Bauteile von der Devon Corporation klauen, mehr nicht. Wenn du sie so dringend wiederhaben willst, dann nimm sie eben. Wir halten die Devon-Waren. Devon-Waren wurden in unsere Basis-Item-Tasche verstaut. Beko! Hallo! Beko, ich bin froh, dass du im Versetz wieder bei mir bist. Beko verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Breck und du bist... Ah, du bist also Marcel. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in dem kleinen Haus am Meer in der Nähe des Blütenburgwaldes. Komm, Beko, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Unglaublich praktisch, weil das die einzige Möglichkeit ist, die großen Meeresgebiete, die es in diesem Spiel gibt, zu überwinden, ohne Surfer zu haben. Das haben wir ja momentan noch nicht. Das heißt, würde er uns nicht helfen, hätten wir jetzt ein Problem und würden festhängen. Wir würden nicht mehr weiterkommen in diesem Spiel. Ich frage mich doch, wie alle anderen Trainer das machen. Weil die müssen ja auch irgendwie rüber. Vor allem, weil die zweite Arena auf einer einsamen Insel ist. Wahrscheinlich kommen deswegen so wenig Herausforderer in die Pokéliga. Weil die alle nicht auf die verkackte Insel kommen, ohne Surfer einsetzen zu dürfen. Das ist schon, ja... Deswegen mögen ja auch viele die dritte Generation nicht, weil es so viele Wassergebiete gibt. Aber naja, wenn man mal bedenkt, dass unsere echte Welt auch zu 70% oder sogar noch zu mehr aus Wasser besteht, dann ist es eigentlich nur sinnvoll, dass hier zumindest 50% des ganzen Gebietes hier Wasser ist. Deswegen finde ich das gar nicht so abwegig und wenn man genug Schutz dabei hat, dann ist das auch gar nicht so nervig, diese Wassergebiete. Und ich bin gespannt, ob man die vielleicht ein bisschen optisch ansprechender gestaltet hat, dass man das damals auf dem Game Boy Advance machen konnte, weil da war es dann wirklich, da sah halt wirklich alles gleich aus, wo man auf Wasser gelitten, gesurft ist. Und deswegen ist hier halt auch die VM Taucher mit dabei, weil hier halt so viele Wassergebiete sind, dass sich Taucher halt als VM, als zusätzliche VM noch anbietet. Natürlich kann ich die Kritik dann auch verstehen, dass es dann halt, ja, nach wie vor drei Wasser-VMs gibt. Taucher, Kaskade und Surfer ist vielleicht ein bisschen viel. Aber naja, wie gesagt, ich hatte damals kein Problem damit und werde auch heute kein Problem damit haben. Und diesen Tunnel gibt es tatsächlich nur Flurmel. Und hier draußen gibt es immer noch ein Pokémon, was wir noch nicht entdeckt haben, was es noch zu fangen gibt. Naja, werde ich dann offscreen suchen müssen. Wir schauen zurück nach Metaross City. Wollte ich jetzt irgendwie... Ich glaube, irgendwas wollte ich machen. Ich hatte sogar... Ach ja, stimmt, ich wollte gerne Tarnel wieder nach vorne packen. Weil er, wie gesagt, viele Erfahrungspunkte braucht. Und deswegen auch gerne nach vorne kann. Oh, und? Wie sieht's aus? Hast du die Devon-Waren? Du hast es geschafft, du hast die zurückbekommen. Du bist wirklich ein großartiger Trainer, ich weiß. Ich werde dir zum Dank einen Superball schenken. Hey. Danke. Wow. Ich möchte dich außerdem bitten, mir kurz zu folgen. Komm mir nach. Ich meine, Bälle haben wir jetzt nicht so viele, aber einen Superball... Ernsthaft? Nicht mal fünf? Was ist das denn? Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Ich bin dir unendlich dankbar für deine Hilfe. Es war eine ausgesprochen selbstlose Geste von dir. Bitte warte hier einen Moment, ich bin gleich wieder zurück. Unser Präsident möchte dich sprechen. Bitte folge mir. Okay. Hier entlang, bitte.
Ich bin Mr. Trump, der Präsident der Devon Corporation. Ich bin bereits voll im Bilde. Du hast einem unserer Mitarbeiter nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen, stimmt's? Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Aber als absoluter Ausnahmechef würde ich dich natürlich nie ohne Gegenleistung um etwas bitten. Gib mir doch bitte mal dein Pokémultinavi. Mr. Trump hat dein Pokémultinavi erweitert. Die Funktion Videonavi wurde hinzugefügt. Die Funktion, um die ich dein Pokémultinavi gerade erweitert habe, heißt Videonavi und ist ein Muss für jeden Trainer. Du kannst damit nicht nur Informationen aus aller Welt, sondern auch Mitteilungen zu den neuesten Ereignissen aus dem Traineralltag deiner Freunde empfangen. Im Gegenzug für dieses tolle Geschenk möchte ich dich aber wie gesagt um einen Gefallen bitten. So. Ich habe hier einen Brief für einen jungen Mann namens Troy, den du im Fausttauhafen finden sollst. Vielen Dank. Um nach Fausttauhafen zu gelangen, musst du das Meer überqueren. Statte doch auch dem alten Seefahrer Mr. Brack in seiner Hütte auf Route 104 einen Besuch ab. Er wird dir sicher helfen. Ich kann doch auf deine Hilfe zählen, oder? Wenn dir das hier zu schnell ging oder wenn du irgendein Detail vergessen hast, lass es mich wissen. Ich erkläre dir gerne nochmal alles. Aha. Hat man nicht damals sogar zwei Sachen von dem bekommen? Ich meine, man hat zwei Sachen von dem bekommen. Einmal einen Brief an Troy und einmal noch irgendwas, was wir machen sollten. Oder haben wir von dem die Folgen Zerschneider bekommen, die wir schon vorher hatten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich beschäftige mich hier mit der Erforschung von Pokémon-Fossilien. Solltest du in Besitz eines Fossils gelangen, dann komm bitte zu mir. Damit wissen wir schon mal Bescheid. Setz dich nicht auf jeden Stuhl, den du siehst. Ah. Blödes Digipad. Digipad ist es nicht. Verdammt, ich meine den komischen, ihr wisst schon, Schiebepad. Oh, das ist ein Multinavi. Ein Navigationssystem, das alle Menschen und Pokémon, also im Grunde die ganze Welt, miteinander verbindet. Das war der Traum unseres Präsidenten und mit diesem Gerät ist er in Erfüllung gegangen. Soll ich dir erklären, wie man das bedient? Ach nein, ich lasse mich nicht einfach selbst ein bisschen damit herumspielen. Dann lernst du das schon von ganz allein. Sie entwickeln neue Arten von Pokébällen, aber noch bin ich nicht sonderlich weit mit der Entwicklung vorangekommen. Ich glaube, da kann man immer wieder kommen und da gibt dann immer wieder eine neue Art von Pokéball. Wir wollen ein Gerät entwickeln, das es uns ermöglicht, mit Pokémon zu sprechen. Doch bisher waren wir nicht sehr erfolgreich. Vielleicht kann euch Mauzi von Team Rocket helfen. Ich habe dann eine Vorrichtung, mit Hilfe derer sich die Träume von Pokémon visualisieren lassen. Ich war völlig aus dem Häuschen, als ich gehört habe, dass ich irgendwo in der Ferne eine Rivalin habe, die an einem ähnlichen System arbeitet. Deshalb muss ich mich umso mehr ins Zeug legen. Okay. Hi, du bist hier jederzeit willkommen. Na, jetzt darf ich da plötzlich rein. Naja, gut. Damit haben wir diese Stadt jetzt auch vollständig abgeschlossen, soweit ich weiß. Na, es gibt doch noch was. Wie geht's mit deinem Pokédex voran, Marcel? Du wirst staunen, wie viele Einträge ich schon habe. Ich habe in Blütenburgwald ein Pokémon auf dem anderen gefangen, bis ich keine Pokébälle mehr hatte. Ging mir genauso. Ich bin im Blütenburgwald übrigens auch Mr. Brackable den Weg gelaufen. Ich wette, er war auf dem Weg zurück zu seiner Hütte am Meer auf Route 104. Marcel, du bist gerade hierher gezogen, deswegen weißt du es vielleicht noch nicht. Aber Mr. Brack war früher ein großer Seefahrer. Das war's? Mehr willst du nicht von uns? Na gut, das ist wahrscheinlich nur ein Hinweis, dass wir zur Route 104 gehen sollen, aber es hat auch Mr. Brack uns bereits gesagt und der Chef von der Devon Corporation hat uns das auch bereits gesagt. Da muss uns Maike das nicht nochmal sagen. Bislang ist die relativ unnötig, auch am Anfang hat die relativ unhäufig irgendwelche Sachen erzählt, die uns nicht wirklich interessiert haben. Gut, egal. Auf, zurück zum Hafen. Zurück durch den Wald und wenn wir schon mal hier sind, das fällt mir gerade ein, habe ich fast vergessen. Hier gibt es noch ein paar Zerschneiderbüsche, die wir natürlich auch noch mitnehmen wollen. Und zwar einmal den hier. Da bekommen wir einen Beleber. Und im Wald gibt es auch noch einen. Und dann sollten wir eigentlich, wenn ich nichts vergessen habe, alles abgegrast haben. So. Was willst du denn? Hey, du hast ein Pokémon-Multinavi. Dann musst du auch ein Pokémon-Trainer sein. Hier, probier doch mal dieses Item aus. Wundersaat. Das ist cool. Das verstärkt Wanzenattacken. Ja. Erzählt uns auch gerade. Das ist eigentlich ein gutes Item, was wir gleich mal unserem Knilz geben können. Wo ist es denn? Da. Mini-Pilz. Ach, das habe ich hier noch nicht weggenommen. Ich habe jetzt so viele Mini-Pilze und Riesenpilze bekommen, ich die ganzen Knilze, die ich gefangen habe. Und ein Superball. Hier oben ist noch so ein Moosstein. Ist das etwa der Evoli zu Folipurba entwickelt?
Scheint so. Man kann ja also auch schon sehr früh im Spiel, wenn man den Evoli rübertauscht, von X und Y oder so, kann man schon sehr früh im Spiel Volipobe bekommen. Interessant. Hier ist auf jeden Fall das Item X-Angriff. Und das ist ein Schwalbini. Ihr könnt ihr mal anschleichen. Hat die Spezialfähigkeit Ruheort. Und das Potenzial habe ich auch erst nicht gewusst. Das hat aber was mit den DVs zu tun. Beziehungsweise sind hier wohl zwei DV-Werte bei dem Viech. Also maximal drei gehen. Zwei DV-Werte bei dem Viech auf einem hohen Niveau. Wenn ich weiß, was DV ist, muss ich einfach mal ein paar Tutorials im Internet durchlesen. Ich habe es auch noch nicht hundertprozentig verstanden, aber zumindest zu grob. Wer versucht, das Pokémon eines anderen zu stehlen, ist ein gemeiner Dieb. Wirf deine Pokébälle nur auf wilde Pokémon. Das geht auch gar nicht auf andere Pokémon. Aber den Pokéball haben wir vorhin, beziehungsweise damals vergessen hier. Den konnte man sich nämlich eigentlich auch schon vorher holen, indem man beim Eingang rechts läuft und dann wieder raus. Jetzt haben wir es nachgeholt. Okay. Ich dachte, du gibst uns irgendwann mal was dafür, dass wir dir geholfen haben, aber anscheinend nicht. So, und beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter. Bevor ich reingehe, wollte ich eigentlich sagen, aber naja. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter, den wir ihn ansprechen. Ich hoffe, ihr den Spaß schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.